Leute, willkommen zurück hier bei Valheim. Ich habe offscreen hier mal noch das ganze Silber abgebaut und in mein Schiff geladen. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns jetzt mal wieder runter und fahren mal mit dem Schiff zurück zu unserem Haus. Dann würde ich nur sagen, wir bauen, glaube ich. Oder sollen wir das Portal da lassen? Ich sag mal, die Frage ist, kommen wir noch mal her? Silber haben wir jetzt 60, 71 Stück. Wir können das Portal aber auch mal stehen lassen. Wobei hier haben wir auch noch ein Portal mit Berg, wo wir noch Silber finden könnten. Und hier können wir bestimmt auch noch irgendwo Silber finden, von dem her. Glaube ich, werde ich den Spaß mitnehmen. Zack, Aleopa. So. Dann müssen wir praktisch einmal hier lang. Schauen wir, ob wir hier irgendwie rauskommen. So. Turbo. Diesmal haben wir wenigstens perfekten Wind. Das ist natürlich die Frage, jetzt könnten wir entweder versuchen, hier durch zu segeln oder außen rum. Wird sich an sich wahrscheinlich nicht viel nehmen, denke ich mal. Was ist das für ein Geräusch? Ich rüste gleich mal wieder meinen Bogen aus, falls hier wieder die Seeschlange kommt. Ausschau halt man natürlich immer noch nach einer Schildkröte. Diskitin. Nein, theoretisch würde ich es echt mal gern ausprobieren wollen, ob das funktioniert. Weiß jetzt zwar nicht, inwieweit wir uns da viel Zeit sparen. Und das Problem, ich weiß halt auch gar nicht, ob es überhaupt klappt. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, da ich es selber noch nie ausprobiert habe. Einen Fluss, beziehungsweise schmalen Fluss durchzusegeln. Aber normalerweise müsste es mit dem Schiff sogar gehen. Haben wir jetzt extra noch nicht das Riesenschiff gebaut. Mit dem können es eventuell ein bisschen eng werden. Aber mit dem Schiff sollte man es eigentlich problemlos schaffen. Und wenn nicht, können wir irgendwo immer noch, wenn wir hier irgendwo stecken bleiben sollten, einfach hochlaufen. Von daher sollte das kein Problem sein. Und dann schauen wir mal, ob wir uns hier vielleicht noch eine schicke Wolfsrüstung basteln können. Wäre an sich auch cool, wenn man das Segel verändern könnte von dem Schiff. Wenn man da auch irgendwie so wie bei den Schildern. Hier, das ist ja so, ja, farbig. Wenn man das gleiche auch mit dem Ding machen könnte, mit dem Segel. Wenigstens haben wir mal gutes Wetter. Sprich, ein guter Ausblick. Und die Seeschlange gibt es, glaube ich, tatsächlich nur nachts oder bei Gewitter, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Praktisch wäre es ja schon, wenn man durchsegeln könnte. Aber werden wir gleich rausfinden, weil gleich sind wir eh schon da. War zum Glück wirklich der Vorteil, dass wir jetzt doch hier schon was gefunden haben und nicht noch weiterfahren haben müssen. Und
dann schmelzen wir den Spaß mal ein. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Holz farmen, gehe ich davon aus, weil Kohle haben wir auch nicht mehr viel am Start. Und dann irgendwann werden wir schon mal einen Ausflug nach da hinten starten. Müssen wir wieder hier rüber segeln und dann dahinter. Ist auch wieder der nächste Weg, ich weiß, aber das Spiel will es wohl so. Jetzt schauen wir mal, dass wir da irgendwie schön durchkommen. Ohne das Schiff zu schrotten im Idealfall. Kann nur sein, dass wir vielleicht ein bisschen langsamer fahren müssen. Aber ich glaube, der Wind ist eh bald bescheiden, dass wir eh paddeln müssen. Noch haben wir ein bisschen Wind. Kann man eigentlich über die Nixen drüber fahren? Hoppala. Okay, man kann tatsächlich drüber fahren. Troll. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht sonderlich gut, wenn der Troll da steht. Hoppala. Glatten Grauzwerg überfahren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Okay, es klappt natürlich nicht sonderlich gut. Ach du Scheiße. Aber los, paddel, Junge, paddel um dein Leben. Oh Gott. Ich glaube, der ist auch noch schneller wie ich beim Paddeln. Wie Leben hat denn das noch? Okay. Oh Gott, paddel doch, Junge. Paddeln. Gut, ich könnte ehrlich gesagt einfach anhalten und ihn so erledigen. Und schauen, ich habe Rückenwind. Schneller. Okay, er ist festgebackt. Danke. Ja, jetzt dürfte sich's erledigt haben. Selbst hier durchfahren, Abenteuer. Aber war an sich jetzt auch mal cool. Rein theoretisch könnte man auch, glaube ich, mit der Pickaxe, der Spitzhacke, sich so einen kleinen Weg durchgraben, dass man da auch mit dem Schiff fahren kann. Aber das wäre schon mit viel Arbeit verbunden, glaube ich. So, jetzt haben wir es ja zum Glück gleich geschafft. Außer hier steht nochmal irgendwo ein Troll rum. Dann müssen wir vermutlich anhalten und ihn killen.
bevor ihr hier noch unser Schiff zerstört und das Silber rausfliegt. Aber hier schaut es eigentlich recht ruhig aus. Huch. Weil hier stand ja mal irgendwo ein Troll, aber den haben wir ja schon erledigt. Von daher dürfte er normalerweise kein Troll mehr rumhüpfen. Ne, sieht auch nicht so aus. Von daher alles easy. So, und da drüben wären wir ja schon wieder. So, da steht noch unser anderes Schiffchen. In der Folge können wir das mal dahin parken. Das werde ich dann, glaube ich, auch gar nicht reparieren, sondern wieder in seine Einzelteile zerlegen. Genau. Jetzt müssen wir noch schauen. Ausdauer haben wir ja genügend. Vielleicht schaffen wir es ja bis rein. Oder bis vor zur Kiste. Könnte knapp werden. Tja, jetzt können wir es wieder nehmen. Zack, zack, zack. So. Genau. Dann können wir doch mal gucken, ob wir noch ein bisschen Holz am Start haben. Oh ja, haben wir sogar. Sehr gut. Ist noch ein bisschen was drin. So. Dann packe ich auch gleich da rein. So. Und das brauchen wir ja alles wieder. Fürs Portal. Ansonsten zum Reparieren. Okay, haben wir ein bisschen was. Würde ich sagen, komm, gönnen wir uns schnell unseren Honig. Den Spaß hier. Du bist eh schon fast am Arsch. Mir nicht, ist es. Habe ich es jetzt erwischt alles? Glaub schon. Oder? Genau, erwischt haben wir alles, sehr gut. Das haben wir auch gleich wieder zurück. Die Nägel waren hier drin. Du warst hier drin. Honig. So, genau. Und 30 hiervon packen wir auch wieder zurück. So, das reicht wieder. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt nur noch bis Nacht ist. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich schon losfahren. Jetzt überlege ich nur, wo ist es, wie ist es kürzer? Wahrscheinlich gleich, wenn ich von hier los segel. Wobei das vermutlich egal ist, ob ich jetzt von hier, jawohl, so rüber oder hoch und dann. Ne, es ist, glaube ich, tatsächlich von hier schlauer.
Und dann da hoch. Das ist natürlich nur immer die Frage, ja, macht man das lieber offscreen oder nicht? Weil man natürlich immer nie weiß, ja, ist es spannend, ist es langweilig, aber ich denke mal so, manchmal pennen, entweder ich werde jetzt einfach, weil wir haben ja noch circa 15 Minuten, glaube ich, für die Folge, entweder werde ich tatsächlich einfach jetzt mal losschippern und alles andere vielleicht offscreen machen. Also sprich einfach weiterfahren, dass ich jetzt losfahre, aber zu Ende fahre ich dann offscreen. Klar, könnt ihr natürlich auch sagen, ja gut, ich fahre einfach gleich offscreen. Aber will ich dann ehrlich gesagt auch nicht machen. So, aber wir könnten uns, glaube ich, tatsächlich mal noch irgendwas davon rauslassen. Wolf, Wolf. Das kostet ja alles. Wolfspelz, wie viel habe ich denn? 23. Du hast 20 und du hast 18. Ja komm, dann sag ich mal, ist es jetzt soweit? Zack, zack. Schlepp dich rüber, Junge. Zack. Klar, jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man nicht irgendwann mal die Hose kann dann hier rein. Braucht man nicht mehr. 5-1. Das haben wir. Ketten. So. Dann machen wir uns den Spaß auch gleich. Okay. Ach, Inventar voll. Ich muss mal schnell das Holz weg. So. Was war jetzt noch der Helm? 20-2-2. Genau, aber jetzt habe ich nicht mehr genug Silber. So, dann würde ich sagen, räumen wir den Spaß hier erstmal wieder auf. Silber kommt da rein. Genauso wie die Kette. Genau, du kommst dann hier rein. Okay, die zwei Sachen braucht man nicht mehr. Jetzt könnten wir rein theoretisch noch schnell. Genau. Da ein bisschen auffüllen. Das auch. Und dann dürften wir sogar genug Silber auch noch hierfür haben. Genau. Was war das jetzt? Der Spaß hier und der Drachenkopf. So, Drachenhelm. Perfekto. Ja. Würde ich sagen, sind wir jetzt ideal ausgerüstet. Auf jeden Fall für die Reise. Du warst hier, du warst hier. Den Helm packen wir noch hier hin. Das einzig Dämliche ist jetzt, dass wir, wenn ich jetzt die Mod installiert hätte, mit dem Recyceln, mal schauen, ob ich es mache, dann könnte ich halt das Zeug auch noch recyceln. Aber das mache ich jetzt ganz einfach. Ich
Pack's jetzt einfach mal da rein. Keine Sorge, ich werde es natürlich nicht recyceln. Da kommt nur das Zeug rein, was wir eventuell nicht mehr brauchen. Jetzt können wir mal noch gucken. Was kostet mich denn der ganze Pelz? Silber. Pelz, Silber. Pelz, Silber, Zahn. Silber. Okay, wir brauchen ziemlich viel Silber. Immer noch. Dann tue ich noch 3. Ja, wird nicht reichen, das sehe ich jetzt schon. Aber gut. Auf jeden Fall haben wir mal die bessere Ausrüstung. Gibt ja auch wieder 2 mehr Rüstung bei jedem. Und von den Waffen her haben wir ja immer noch das gleiche gesagt. Wir behalten auf jeden Fall die Axt. Und später gibt es ja noch die Stachelkeule. Ja gut, ein Silberschild könnte man sich tatsächlich überlegen. Ob man sich eins zaubert. Das ist halt jetzt wirklich wieder so eine Frage. Ich hätte gern das Drachenschuppenschild. Aber Problem ist mit dem Drachenschuppenschild, solange wir keine Schildkröte finden, werden wir das auch nicht herstellen können. Gut, schwarze Blockrüstung ist natürlich bei dem Silberschwert besser. Nur Block macht. Ist da 50 und da 40. Ich glaube definitiv, dass wir uns das auch mal noch holen sollten. Aber vorerst lassen wir mal das hier. Bis wir genug Silber zusammen haben. Und dann gibt es immer noch den Frostner, den wir noch herstellen müssen. Brauchen wir auch noch ziemlich viel Silber. Die Dinge wollten wir auch noch haben. Brauchen wir auch noch ziemlich viel Silber. Also ihr merkt schon, es gibt noch einiges zu tun. Jetzt werden wir einfach schnell das Essen. Da hinten schon wieder los. Immer das gleiche mit den nervigen. Rein da. Und mehr Holz. Was soll ich sagen? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir jetzt einfach mal losdüsen mit dem Ziel, dass wir die Drachenmutter finden. Das war der nächste Weg, ja, praktisch, wenn es da einen Durchgang geben würde. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die zweitbeste Rüstung im Spiel. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Mal schauen, inwieweit wir die noch upgraden werden. Und dessen, dass ja doch recht teuer ist. Und es ja danach nochmal eine Rüstung gibt. Und daher, das ist immer so eine Sache. Was rüstet man noch auf, was nicht mehr? Da sage ich jetzt die Axt, okay, die lassen wir mal. Es gibt eine Schwarzmetall-Axt. Beim Schild, ich weiß gar nicht, hat es ein Schwarzmetall-Schild auch gegeben? Ich glaube schon. Können wir das auch sagen? Gut, das überspringen wir. Gut, den Bogen müsste man eigentlich auch upgraden, weil das ist der beste Bogen im Spiel, da wird nichts mehr kommen. Von daher wäre es auf jeden Fall dämlich, wenn wir den nicht upgraden würden. Mit der Rüstung müssen wir halt mal gucken, inwieweit die Kobolde uns dann Ärger machen.
oder die Drachenmutter. Da werden wir auf jeden Fall auch mit dem Bogen arbeiten. Deswegen wäre es vermutlich nicht schlecht, wenn wir den noch, weiß ich nicht, zweimal upgraden könnten. Weil ich will zwar die Drachenmutter jetzt nicht nur mit dem Fallen machen, sondern auch mit der Nahkampfwaffe, so wie bei Knochenwanst. Ich sag mal, es gibt ja immer den leichten Weg und den harten Weg. Bei den Mods habe ich bei Bone Mess und der Drachenmutter den leichten Weg genommen, da die echt übel waren. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich werde euch die Playlist nach dem Video verlinken. Das ist schon echt übel gewesen. Der Bone Mess, der hat vier gespawnt und reingeklatscht. Ach, hast kein Land sehen. Und bei dem im Nahkampfgang bist, der hat dich einmal getroffen, dann sind noch drei so Schleime gekommen und ein paar Skelette. Das war echt übel. Bei der Drachenmutter das gleiche mit den... Weil die hatten ja praktischerweise, logischerweise zwei Sterne. Hatten alle Gegner bei mir, also sprich auch der Boss. Und die Drachenmutter, ja, wenn sie dich einmal mit ihrem Angriff getroffen hat, war ich entweder gleich tot oder spätestens beim zweiten Mal. Und so viel Tränke konnte man gar nicht saufen, dass das irgendwie gut gegangen wäre. Deswegen habe ich mir ja dann irgendwann wirklich entschieden, dass ich es mit dem Bogen mache. Einfach nur, weil es gefühlt unmöglich war. Also... Und eventuell werde ich auch irgendwo, wenn die Zeit rum ist, auf irgendeiner Insel einen Stopp machen und euch dann in der nächsten Folge noch mitnehmen, das letzte Stück. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt noch sonderlich spannend wird, die Fahrt, aber das kann man halt bei dem Spiel nie sagen. Kann sein, dass man jetzt da einfach 5 Minuten, 10 Minuten vor sich hinsegelt und gar nichts passiert. Aber genauso kann halt passieren, dass da drei Seeschlangen kommen oder sonstiges und du einfach komplett am Arsch bist. Von daher hätte ich euch eigentlich schon gerne mitgenommen. Aber die Folge ist halt bald zu Ende, deswegen werde ich eventuell da vorne an dem Stück Land mal einen kleinen Break einlegen. Vor allem da vorne an dem Stück Land, das gehört ja immer noch zu meiner Insel eigentlich. Klar hätte man jetzt auch hochlaufen können und dann mit dem Schiff fahren, aber... Ihr wisst ja selbst, selbst zu Fuß ist man nicht unbedingt sonderlich schnell in dem Spiel. Das Einzige, was man noch machen hätte können, wir hätten uns noch hier das große Schiff bauen können. Das ist nämlich wesentlich schneller als das Schiff hier. Huch. Aber jetzt lassen wir es einfach mal so. Jetzt sind wir auch schon losgefahren. Ja, da drüben wäre auch noch ein riesiger Berg gewesen. Hätte ich mal lieber mal gleich markiert. Hätte ich mir die Sucherei gespart, aber okay. Ist wie es ist. Gefunden haben wir, was wir gesucht haben. War über Umwege, aber immerhin haben wir es gefunden. Nacht wird es auch gleich. Daher bin ich ja gleich froh, wenn wir da sind. Dem Stück Land da hinten werden wir dann anlegen, unser Portal bauen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal gut, jetzt nicht unbedingt die Hälfte geschafft,
Aber aufgrund dessen, dass das dann Neuland ist für uns, glaube ich, dass es ganz spannend werden könnte, was da noch auf uns zukommt. So. Mal hier Halbmast. Da gut hinkommen. Ja, natürlich. So. Ach, da hinten geht es wieder rund. Auch schön. Dann einmal dich. Und einmal dich. So, zack. Schiff. Dich hau ich vielleicht noch weg, sonst. So. Machen wir nur noch einmal hier ein Portal hin. Schiff. So. Gut, Freunde, dann werde ich die Folge hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mit der Segelei dürfte es dann auch bald zu Ende sein. Und wenn wir jetzt dann bei der Drachenmutter sind. Wenn wir hier ein Portal aufbauen, dann werden wir die Drachenmutter killen. Eventuell hier noch ein bisschen Silber besorgen oder hier. Und dann werden wir die Drachenmutter killen. Und dann müssen wir in die Ebenen. Und die haben wir hier unten gleich. Da können wir dann von Haldor wieder gemütlich schnell hier hinsegeln. Ja, und dann heißt es eh schon, dass wir unseren Kollegen suchen müssen, den letzten Gegner. Das wird auf jeden Fall noch spannend, Freunde. Und ein dickes Haus wollte ich mir auch noch bauen. Mal schauen, wo wir das dann hinbauen. Aber ich gehe mal stark davon aus, auch dafür finden wir ein schickes Plätzchen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen. Kostet nichts und geht ganz schnell. Und ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Stevie B. Ciao.